So, da hat sich das Ganze doch schon gelöst. Wir nehmen es mal mit. Und jetzt gehen wir, nachdem wir erfahren haben, was nun passiert ist und wie das jetzt nun so war, gehen wir jetzt mal zum Zug, würde ich sagen. So. Dort wieder hinaus. Ich weiß gar nicht, was ich die ganzen Laufmomente, die ich gerade mache, sagen soll. Es ist einfach so, ja, lauf schneller, damit ich heute noch irgendwas Rätselhaftes machen kann. Ja. Gehen wir dann zum Zug. Und zwar in den, wo steht ein normaler Zug, nämlich im Bahnhof. Das ist der Valadilen Bahnhof. Gehen wir mal da hoch und treten ein. So. Und nein, wir gehen noch nicht dahin. Ich tue schon. Eigentlich war das jetzt sehr dumm, was ich gemacht habe. Egal. Gehen wir dann halt hier hoch. Und hinauf. Da lang. So. Der putzt fröhlich vor sich hin. Dann lassen wir ihn mal in Ruhe putzen. Und wir sehen hier eine kleine Maschine. Es wird zwar momentan noch nicht gesagt, was wir machen sollen. Wir haben es aber schon. Ich mache es aber schon mal, weil ich bin mal so nett. So. Und zwar ziehen wir damit den Zug auf. Fast so wie eine Spielzeuglokomotive, die man früher mal hatte. Nur halt ziemlich komplexer als das, was man so in klein immer in den Händen hält. Egal. Jetzt haben wir das aufgezogen. Dann gehen wir mal in den Zug hinein. So. Dass sie auch immer so Stunden braucht, bis sie da auf den Zug steigt. Das ist unglaublich. So. Und wen sehen wir da? Unseren lieben Oskar. Lang nicht mehr gesehen. Hallo, Oskar. Meine Funktion untersagt mir jede Vertraulichkeit, Catwalker. Auch wenn Sie mein erster und einziger Fahrgast sind. Ist doch schon mal Anfang. Ihr Fahrgast? Ja, das hat sie. Sie, er hat gerade gesagt, Kate. Haben Sie mich mit diesem Ziel fertiggestellt? Eigentlich nicht, aber lass mal meine. So. Also, ich glaube, ich bin fürs Abenteuer bereit. Wir können losfahren, Oskar. Ihre Fahrkarte, bitte. Meine Fahrkarte? Was meinen Sie damit? Catwalker, die Bestimmungen sind eindeutig. Jeder Fahrgast benötigt eine Fahrkarte. Ja, das ist Und eindeutig. wo kann ich mir diese Fahrkarte besorgen? Die einzige Person, die befugt ist, Fahrkarten auszustellen, ist der Schalterbeamte. Sie haben Glück. Sein Schalter dürfte um diese Uhrzeit geöffnet sein. Beeilen Sie sich. So. Ja. Er begibt sich auch nach draußen. Tun wir es ihm nach. Und gehen wir auch noch wieder raus. So. Wohl, nee, gehen wir noch mal rein kurz. So, nach hier hinten. Und hier sehen wir, hier ist sowas wie ein kleiner Sammelraum. Wir können den Hans-Anna-Automaten hier hinstellen. Mal ein bisschen die Jacke ausleeren. Und wir können auch die Mammutpuppe hier hinstellen. Und die Klangwalzen können wir ebenfalls hier reinstellen. Einmal die Musikklangwalze und die Klangwalze Valadilen. Dann gehen wir zurück und wir haben noch das Tintenfass übrig, was uns aber gleich behilflich sein wird, soweit wir unsere Fahrkarte haben. So. Und wen sehen wir da am Fahrkartenschalter stehen? Unser lieben Oskar. Dass er uns das nicht einfach so in der
Bahn verkaufen kann, aber nein. Nee. Er? Aber Oscar, ich bin es doch. Kate Walker. In der Tat, Ihr Name ist Kate Walker. Nein. Wirklich, so, gib mir die Karte. Sie wünschen Kate Walker? Eine Zugfahrkarte. Oder verkaufen Sie sonst noch was? Die einzige Funktion dieses Schalters ist die Ausgabe von Fahrkarten. Würden Sie bitte schnell machen, der Schalter schließt in genau 3 Minuten. Sie wünschen? Na. Eben eine Fahrkarte. Nur eine? Ja. Ja. Also siehst du noch andere Personen irgendwo? Und wohin bitte? Zum Wegfahren. Woher soll ich das denn wissen? Sie haben mir doch gesagt, ich sollte eine Fahrkarte kaufen. Eine Fahrkarte also, um wegzufahren? 1A. So bestelle ich meine Fahrkarten ab nächsten jetzt auch. Eine Fahrkarte, um wegzufahren. Okay, wir haben jetzt die Fahrkarte mit der mechanischen Eisenbahn. Abfahrt validieren. Diese Fahrkarte ist für eine Person gültig und muss jeder Person die Befugnisse im Bereich der mechanischen Eisenbahn vorgezeigt werden. Und wir haben die Genehmigung von Notariatsbüro Alfolter. Aber die Lehen Formular AZ654, Genehmigung über die Gesamtheit oder einen Teil des beweglichen und unbeweglichen Vermögens einer Erbmasse zu verfügen. Erbschaft Feuerberg, Bescheinigung des Objekts, eine Lokomotive mit mechanischem Antrieb, Waggon und sonstigen Elementen sowie den Lokführer. Das vorliegende Dokument, das den Stempel der zum Stempel befugten Instanzen aufweisen muss, ermöglicht den Träger des Dokuments frei über die oben genannten Objekte zu verfügen. Ja. Hier, bitte. Verlieren Sie sie nicht. Dieser Schalter ist nicht befugt, Ersatzfahrkarten auszustellen. Dies gilt auch für das beiliegende Dokument. Um was handelt es sich? Die Abfahrerlaubnis für den Zug aus Valladolid. Der Kontrolleur kann diese später verlangen. Aber Sie sind doch der... Achtung! Der Schalter wird jetzt ordnungsgemäß schließen. Und mit ordnungsgemäß schließen meint er einfach mal aus der Tür zu gehen und wieder in den Zug zu steigen. So, wie wir gesehen haben, haben wir jetzt ein Erbdokument gekriegt oder so ähnlich wie das war. Und da stand drauf, dass wir einen Stempel brauchen, damit wir den Zug besitzen. Und Oscar, wie ich ihn kenne, wird bestimmt meinen, ja, du brauchst einen Stempel da drauf, damit wir losfahren können. Also holen wir uns einen Stempel. Und jetzt kommt nämlich das Tintenfass dafür. Zu Gebrauch. Nämlich gehen wir jetzt auch mal wieder hier hinaus. Und begeben uns zum Gebäude des Notars. Denn dort auf dem Schreibtisch der Sekretärin, die irgendwie nicht da ist. Warum auch immer. Würdest du... Danke. So. Gehen wir mal hier hinein. Ja. Und... Lalalala. So. Hier sehen wir schon in der kleinen Ecke, wo wir das abstempeln können. Gehen wir mal hier hin. So. Das gucken wir uns jetzt mal an. So. Approve steht hier auch noch drauf. Das ist doch schön. So. Zuerst machen wir das Teil hier auf und tun das Tinten ein bisschen einfüllen. Legen die Fahrerlaubnis hier hinauf und drücken den roten Knopf. So. Stempel ist da. Jetzt ist das Ganze, was ich vorhin vorgelesen habe, nur mit den Approve-Zeichen drauf. So. Gehen wir wieder hinaus und wieder zum Zug. So. Ach ja, die Wege kommen halt immer länger vor, wenn man hier so sitzt. Oh Gott. Ich weiß gar nicht, wie spät es ist. Handy sage mir, wie spät es ist. Es ist erst so spät. Ich werde nicht sagen, wie spät es ist, wann ich das Teil jetzt aufnehme. Oder früh in dem Sinne. Sehr früh. Zu früh. So früh, dass ich eigentlich schon schlafen sollte. Aber lassen wir mal dieses Kommentar im Raum stehen und gehen zum Zug. Ja, das machen wir jetzt. So.
So, in den Bahnhof hinein und in den Zug hinein und geben dann Oskar erstmal die Erlaubnis und dann, glaube ich, den Fahrschein. Ja, zuerst muss ich ihm die Erlaubnis in die Hand drücken und dann muss ich ihm die Fahrkarte in die Hand drücken. Wie umständlich. Oh, wer will denn jetzt schon wieder was? Nein. Ich wollte dich gerade anrufen. Genau. Nee. Das weiß ich nicht und das hängt auch nicht von mir ab. Die Situation ist ziemlich komplex, weißt du? Anfang nächster Woche wahrscheinlich. Ach ja, mal sehen. Denn hab doch ein bisschen Geduld. Hier geht es um mehr, als ich dachte. Und du weißt noch, wie viel mir an diesem Auftrag liegt. Ich denke mal, es ist dir egal, dass die Goldberg vorhaben. Ja, das heißt nein. Denn es ist jetzt wirklich nicht der richtige Zeitpunkt. Ich denke an dich. Ich liebe dich, mein Schatz. Ich rufe wieder an. Versprochen. Ich muss jetzt auflegen, sonst verpasse ich meinen Zug. Einen Zug? Wo fährst du denn jetzt noch hin? Das ist doch verrückt, Kate. Ehrlich gesagt weiß ich das auch nicht genau. Ich liebe dich, Kate. Irgendwie hat sie die Angewohnheit aufzulegen, genau dann, wenn man noch was sagen will. Das ist irgendwie mein Gesprächsproblem. Ich hab's nicht so mit Leuten bis zu Ende zuzuhören, weil die sagen tschüss, dann denke ich auch, ja, tschüss, bye, auflegen. Ist normal so, ne? So, nimm das Dokument. Sei glücklich. Nimm das Dokument, das die Abfahrt des Zugs aus Valadilen rechtmäßig macht. Perfekt. Danke, Kate Walker. So. Schön, und jetzt geben wir ihm bitte die Zugfahrtkarte, dass wir endlich mal losfahren können. Alles in Ordnung, Oskar. Die Lokomotive ist bereit zur Abfahrt. Es ist mir höchst unangenehm, Kate Walker. Mein Unwissen ist unentschuldbar. Ich hoffe, Sie werden mir trotzdem auch weiterhin Ihr Vertrauen schenken. Bitte kehren Sie jetzt an Ihren Platz zurück. Wir fahren ab. Endlich. Hat auch gedauert. So. Er geht jetzt raus und tut den Zug jetzt fahren. Und ja. Das war der Abschnitt Valadilen, würde ich sagen. Und wir fahren dann mal los. Überfahr den Vogel doch nicht. Sorry, das Kommentar musste jetzt sein. Egal. Wir befinden uns jetzt in... Wo sind wir, Oskar? Ja. In der Universitätsstadt Barockstadt, Kate Walker. Wow. Müssen wir hier unbedingt anhalten? Ja. Dies ist eine notwendige Bedingung für das Fortsetzen der Reise. Ja und? Worauf warten Sie? Finden Sie einen Weg, sie wieder aufzuziehen? Ich vermute, dass es irgendwo in diesem seltsamen Bahnhof einen Mechanismus dafür gibt. Ich habe nichts derartiges gesehen, Kate Walker. Wir müssen uns erkundigen. Die hohe Luftfeuchtigkeit schadet meinen empfindlichen Zahnrädern. Ich werde also im Inneren der Lokomotive auf Sie warten. Sie Angsthase. Ja. Ich muss nur los, Oskar. Bis nachher. Ja, Kate Walker? Das ist jetzt unsere Hauptaufgabe eigentlich, damit wir finden, wo wir irgendwie den Zug aufziehen können.
Ich weiß, wo es ist, aber das Problem ist, wir müssen erstmal noch 5000 andere Dinge machen. Oh, schon wieder. Ich steige immer an der falschen Seite des Zuges aus, habe ich das Gefühl. Gehen wir nochmal da hoch. So. Und bitte hier hinunter. Danke. So. Hier in Barockstadt kann ich dann auch wieder tausende Bücher vorlesen. Es sind nur zwei, aber trotzdem. Sie sind auch nicht lang, so wie das Tagebuch von Anna, aber der Gedanke und so. Nee, hier kann ich noch nicht lang, aber dafür können wir jetzt hier hinunter. So. Dann würde ich mal sagen, heben wir das zuerst mal hier auf. Es glitzert so, also nehmen wir das mal mit. Was haben wir? Wir haben einen Haken gefunden. Schön. Guten Tag. Sie sind mit dem Zug angekommen, nicht wahr? Nein, ich bin geflogen. Ich komme aus Valladolid. Oh, ich habe schon lange keinen Zug mehr gesehen. Bringen Sie Studenten? Nein. Nein, ich reise allein. Fast jedenfalls. Oh, ich erinnere mich noch. Zu Herbstbeginn kamen die Züge voller junger Leute aus der ganzen Welt, die Zoologie, Botanik, Paläontologie und all diese Sachen studieren wollten. Das hier war eine große Universität. Und heute nicht mehr? Genau. Also, ja. Wissen Sie, wo ich eine Anlage finden kann, um meine Lokomotive wieder aufzuziehen? Nicht in diesem Bahnhof. So viel ist sicher. Aber vielleicht Richtung Mauer. Wollen Sie länger hier bleiben, Fräulein? Nein. Das heißt, ich weiß nicht. Ein, zwei Tage. Länger nicht. Wissen Sie, ich muss die Lokomotive aufziehen, um meine Reise fortsetzen zu können. Naja, wenn Sie länger hier bleiben, bringen Sie mich in Schwierigkeiten. Man zuckt ja halt an, fährt weiter, das ist Vorschrift. Außerdem stört Ihre Maschine die Vögel. Vielleicht können Sie mich zur Mauer begleiten. Zu zweit finden wir sicher schneller etwas, womit ich meinen Zug aufziehen kann. Mein liebes Fräulein, die Vorschriften sind eindeutig. Ich darf diesen Bahnhof nicht verlassen. Und ich möchte keinen Ärger mit den Herren der Universität bekommen. Verstehen Sie das? Natürlich. Ich fühle mich hier ein wenig verloren. Ich bräuchte dringend Ihre Hilfe. Wenn Sie eine Auskunft wollen, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Nett. Ja, ich glaube, mehr will ich mit Ihnen gerade nicht reden. Herr Bahnhofsvorsteher. Willkommen in Barockstadt, mein Fräulein. Ja. Willkommen, willkommen und bla. So, er hat uns gesagt, wir sollten mal in der Nähe der Mauer nachsehen. Ist nun, es gibt hier viele Mauern, aber er meinte jetzt die eine, die außerhalb des Bahnhofes ist. Da, wo ich jetzt vorhabe, lang zu latschen. So, bitte nach hier unten. Und wir rennen jetzt hier entlang. So, und schon sind wir außerhalb des Bahnhofes. Wenn wir jetzt mal die Treppe hier runtergehen. Und gucken uns mal um. Denn hier ist es in der Nähe der Mauer. Und hier sehen wir schon mal einen Ausschnitt der Universität mit sehr vielen Mammuts. So. Der Rest der Häuser ist ziemlich zerstört. Ja, von selbst will sie nicht mehr fahren, das ist das Problem. Und hier hinten sehen wir den Aufzieher. Heißt, wir müssen irgendwie, wie sie schon sagte, den Weg finden, die hierher zu bekommen, um die dann auszuziehen. Irgendwie. So. Gehen wir mal wieder nach oben. Ich finde es lustig, hier sieht man nur drei Treppen. Und hier sehen wir dann schon 500 Treppen. Das ist immer erstaunlich. So. Kate Walker, kommen Sie bitte. Ich muss Ihnen etwas informieren.
So. Gehen wir mal hinein. Aber bevor ich heute mit ihm rede, wollte ich sagen, das war's heute erstmal für Let's Play Siberia 1. Ja, das war's auch von mir heute. Und sonst würde ich sagen, man sieht sich, ich tue jetzt speichern. Und mache einen neuen Spielstand. So. Ich sag nochmal tschüss und ja, bye bye.